mit einer klatschenden Arschbombe in den Pool begrüßte Rafael van der Vaart 35, den Freitag. Der ehemalige HSV-Kapitän und aktuelle dänische Meister genießt mit seiner Familie in Südspanien den Sommerurlaub. Darf man ihnen eigentlich zum Titel mit Midtjylland gratulieren? Van der Vaart lacht, ich bin eher der 6-Minuten-Meister. In 2 Partien durfte ich nur kurz ran. Dabei habe ich jedes Training mitgemacht, wurde aber nicht gebraucht. Van der Vaart machte für den HSV 152 Bundesligaspiele und schoss 52 Tore. Foto, Witters Bild, was war die Begründung? Van der Vaart, ich passe nicht ins System. Aber das ist vorbei und Geschichte. Bild, ihr Vertrag läuft aus. Werden sie mit 35 die Schuhe an den Nagel hängen? Van der Vaart, der Nagel muss noch warten. Ich habe noch eine Saison im Tank, möchte gern weiterspielen. Ich bin noch super heiß auf die Kugel. Wo ich kicken werde, ist aber noch nicht klar. Bild, in der Zwischenzeit werden sie im niederländischen TV viel zu sehen sein. Van der Vaart, das stimmt. Ich werde rund 20 WM-Spiele für den Sender NOS von Hilversum aus analysieren, freue mich schon sehr darauf. Bild, Holland fehlt bei der WM. Wie sehr fehlt ihnen Oranje? Van der Vaart, es ist schon das zweite große Turnier in Folge, das wir verpassen. Es ist ein komisches Gefühl, in Brasilien waren wir immerhin noch Dritter. Besonders wenn man sieht, dass Verbände wie Panama mitmischen und wir nicht, echt schade. Bild, wer wird denn Weltmeister? Van der Vaart, wenn ich Deutschland sage, wäre das schon recht langweilig. Die Löw-Truppe ist eine Turniermannschaft und wird sehr weit kommen. Ich setze aber auf Frankreich. Bild, warum? Van der Vaart, die Franzosen haben eine tolle Mischung aus Kraft, Technik und Talent. Bild, kommen wir auf ihren Ex-Verein HSV. Haben sie den Abstieg schon verdaut? Van der Vaart, so ganz natürlich noch nicht. Ich hatte lange Zeit eine große Leere in mir, konnte nicht glauben, dass dieser großartige Verein bald in der zweiten Liga spielen wird. Aber leider ist das Realität. Bild, steht ihr Angebot noch zu helfen, wenn Interesse von Seiten des HSV bestünde? Van der Vaart, natürlich. Ich trage den Verein tief in meinem Herzen, habe ihm viel zu verdanken. Klar würde ich gern nach meiner aktiven Karriere etwas zurückgeben. Bild, der Wiederaufstieg gilt als alternativlos. Glauben Sie, dass der HSV die Rückkehr sofort wieder schafft? Van der Vaart, ich hoffe es sehr. Doch die raue Zweitligaluft ist nicht ohne. Es müssen schon viele Puzzleteile zusammenpassen, damit es klappt. Bild, was macht Ihnen Hoffnung? Van der Vaart, ich finde, dass mittlerweile die Schlüsselpositionen im operativen Bereich top besetzt sind. Nur am Kader muss gearbeitet werden. Bild, was meinen Sie? Van der Vaart, es fehlen meiner Meinung nach noch Typen im Team, die ganz genau wissen, wie es ist, wenn man in Sandhausen, Heidenheim oder Aue ran muss. Und wenn man zu den in so gut wie allen Spielen der Favorit ist. Bild, im Urlaub haben sie Zeit, auf ihre bisherige Karriere zurückzuschauen. Was hätte anders laufen sollen? Van der Vaart, ich bin sehr zufrieden mit meiner Laufbahn. Ajax, HSV, Real und Tottenham waren großartige Clubs und Stationen. Nur schade, dass es 2010 nicht mit dem WM-Titel geklappt hat. Das wäre großartig gewesen. Es sollte aber leider nicht sein.